Die Brunnenpassage ist für mich ein ganz besonderer Ort des Zusammenkommens über hochprofessionelle Kunst und Kultur. Es ist ein Stück weit mein Baby auch, das mir ganz viel Energie gekostet hat und super viel Energie gegeben hat, vor allem dadurch, dass eben so viele Menschen es genießen und noch immer genießen können. Es wird ein Visionsort bleiben und ich denke mir, immer ein Ort sein, wo Kunst entwickelt wird und Kunst mit Menschen entwickelt wird, die sonst vielleicht gar keinen Zugang hätten oder nicht aktiv sind. Kunst wirkt.